Abend, den hier keiner so schnell vergessen wird. Aufregung. Oh, liebe Leute, ich bin so nervös, ey. Texthänger. Und auf einmal der Pianist, bang, 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 und ich so. Stress. Stau, das macht mich ein bisschen nervös. Und Fans, die ganz viel erwarten. Tourauftakt der Kelly Family. Nach fast 3 Jahren stehen sie endlich wieder auf der Bühne. Und alle feiern. Freitag vor 2 Wochen. Es ist 15.30 Uhr. Die Jaila Arena in Krefeld. Noch sieht es nicht danach aus, aber heute Abend wird hier Weihnachten gefeiert. Die Kellys laden zur großen Christmas Party. In 4 Stunden muss alles fertig sein. Patricia heizt sich schon mal selber ein. Ich bin mega aufgeregt, also sehr, sehr aufgeregt. Ein bisschen aufgedreht. Knapp 170 Kilometer entfernt bei Münster. Auch hier ist Aufregung zu spüren. 4 eingefleischte Kelly Family Fans haben sich getroffen, schwelgen in Erinnerungen. So sah es bei mir aus. Ja, ich habe sie hier geschrieben, ja. Von 95 das bis 2000. Das ist ja gar keine gar Tapete. Nichts. Nee, gar nichts. Ich habe die ganzen Postkarten. Aber die Dicke ist weiß. Ja, da bin ich nicht rangekommen wahrscheinlich. Aber es war wirklich alles voll. Die Flugbegleiterin Jacqueline Bohlig war schon auf über 600 Konzerten der Kelly Family. Susanne Mali hat schon in den 90er Jahren für die Kellys gearbeitet. Jasmin von Horn besucht 8 Konzerte der aktuellen Tour. Die gelernte Altenpflegerin Juliane Böker wurde schon als kleines Mädchen mit dem Kelly-Fieber infiziert. Ja, erstmal die Musik natürlich und von früher auch einfach. Ne? Die waren anders als Boybands und die hatten was Besonderes, wie die aussahen, wie die gesungen haben. Einfach, dass es auch eine Familie war, dass nichts Gecastetes. Susanne nimmt von den Konzerten auch privat viel mit. Wenn ich irgendwo hinfahre und mit meinen Mädels zusammen bin, bei den Kellys bin, was Schönes erlebe, dann kommt auch irgendwie eine glückliche kleine Frau nach Hause. Die Vorbereitungen laufen. Das Styling muss sitzen für den großen Abend. Also Jule und ich trinken eigentlich immer ein Sektfeuer. Und dann machen wir uns hübsch. Und dann fahren wir eigentlich los, ne? Ja. Ein ganz bestimmtes Ritual. Das ist eigentlich unser Ritual, würde ich sagen, ne? Auf die Kellys. Auf heute Abend. Prost, Prost. Nicht nur die Fans mussten wegen Corona knapp 3 Jahre auf Kelly-Konzerte verzichten. Auch für die Vollprofis ist das erste Konzert danach aufregend. Es ist bei mir immer ganz schlimm, kann ich nichts essen. Dann kriege ich nur Püree zum Essen, Kartoffelpüree. Ja, ich vertrage nichts anderes, es ist so schlimm. Heute Morgen schon Püree, Mittagspüree. Bruder Paul wirkt zumindest äußerlich ruhig. Er probt noch ein bisschen Stille Nacht auf dem Dudelsack. Dass noch nicht jeder Ton sitzt, nimmt er mit Humor. Es ist verrückt. Ja, das bis jetzt ist live. Man kann eigentlich nichts machen. Wir spielen auf dem Moment. Es kommt, was es kommt. Manchmal ist man ist zufrieden, manchmal nicht, aber es ist nie perfekt, nie. Seit 50 Jahren macht die irische Großfamilie gemeinsam Musik. Mit einem Doppeldeckerbus tourten sie quer durch Europa. Ihr Markenzeichen? Lange Haare und wallende Kleider. Als Straßenmusiker haben sie angefangen und spielten schließlich in ausverkauften Hallen vor tausenden Fans. Bilder von 1994. Das Jahr des großen Durchbruchs. Over the Hump verkaufte sich in Deutschland 3 Millionen Mal und ist damit unter den Top 3 der verkauften Alben aller Zeiten. Doch irgendwann wurde es still um sie. 2017, das große Comeback. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Für Musiker wie Jimmy nicht einfach. Viele Künstler sagen im Moment deren Tourneen ab. Und zwar einfach nur deswegen, weil die Tickets nicht verkaufen. Wir gehören zu den wenigen, die im Moment noch auftreten können. Die Menschen, die haben Ängste
nicht nur wegen Corona, sondern auch finanziell. Finanzielle Sorgen kennt auch er. Nach dem großen Erfolg in den 90ern landete er wieder auf dem Boden, machte Musik auf der Straße, um seine Familie ernähren zu können. Ich bin dankbar, ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier mitmachen darf. Es ist nicht selbstverständlich. Ich bin ein bisschen wie, oder wir sind ein bisschen wie Rennpferde, die jetzt nicht auf der Bahn durften 2,5 Jahre. Und jetzt dürfen wir wieder auf der Rennbahn gehen. Und das wird wahrscheinlich ein paar crazy Momente geben. Während Jimmy sich in seiner Garderobe warm läuft, quält sich zeitgleich 60 Kilometer weiter beim RTL-Spendenmarathon ein anderes Kelly-Rennpferd Richtung Ziel und wird langsam nervös. Joey. Auch die Fans sind schon in Fahrt, warm singen für die Weihnachtsparty. Na, die Stimme wird lieber noch mal geölt. Tittchen, es ist schon wieder soweit. Ja, Prost auf die Kellys, auf den Vorstand. Beim Auftritt, dass es irgendwie nicht alles so schwer ist innerlich. Besuche Sachen zu essen, die einfach nicht schwer sind. Und das ist irgendwie so, man bleibt so locker. Und was macht Patricia da? Klaut sie etwa das eigene Tourplakat? Das wollte ich auch klauen. Nein, das ist meins. Meins. Das ist meins. 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 Das war meine. Hier, Johnny. Für dich. Dieses Plakat kommt in Johns ganz persönliche Sammlung. 10, 11 habe ich angefangen, alles zu sammeln. Jeder kleine Artikel, alles. Also ich habe immer alles archiviert. Also ich war so selbst ein Kelly Family Fan, kann man so sagen. Mit dem Plakat im Gepäck geht es zur Generalprobe. Und es ist genau, wie es sein muss. Etwas geht schief. Das Video im Hintergrund ist nicht synchron. John ärgert sich. Das gibt eine Ansage vom Regisseur. Ihr müsst aufwachen da hinten. Jetzt werde ich pissig. Diese Fehler dürfen nicht mehr stattfinden. Dankeschön. Noch eine Stunde bis zum Konzert. Der Einlass hat begonnen. 5000 Fans strömen in die Halle. 1, 2, 3, 4. Kellys! Gibt's irgendwas, worauf euch jetzt besonders freut, so ganz kurz vorm Konzert? Einfach die Kellys ja. Zu sehen und zu hören. Dass sie auf die Bühne kommen und dann geht das. Geht dieses Gefühl los, dieses einzigartige Gefühl, was man bei Konzerten hat mit den Kellys. Konfetti. Ja. In so einer Kelly-Welt. Genau. In unserer Welt. Ja. Backstage noch letzte Stimmübungen. Alle sind da, alle sind bereit. Alle außer einem. Tisha. Ja. It's 15 minutes delay. Joe is not there. Das heißt, der Joy muss uns Strafe bezahlen. Der ist nämlich gerade erst in Köln ins Auto gestiegen. 60 Kilometer entfernt. Und hier ist doch etwas Stau. Das ist doof. Noch 40 Minuten bis zum Start. Jimmy ist skeptisch. Ich glaube nicht, dass wir in 40 Minuten auftreten. Ich schätze, der wird nicht in 40 Minuten da sein. Das wird wie immer sein. Er treibt einen bis an the edge und du denkst nur so, jetzt wirst du eins auf die Fresse kriegen, Junge, jetzt kriegst du eins. Und dann klappt es. Und dann denkst du nur, du Arschloch, wie kriegst du das immer hin? Und so ist es auch diesmal. Ein bisschen kaputt, aber fertig umgezogen, reitet er pünktlich zum Konzertbeginn um 19.30 Uhr auf den Hof. Und wir sind, ja, wir sind pünktlich. Geht doch. Wo ist die Panik denn? Hier machen wir ja Stress. Wie fühlst du dich jetzt? Ich topfit und überhaupt nicht müde. Genau, was soll ich denn sonst sagen? Nach 24 Stunden nonstop Treppensteigen ein 2 Stunden Live-Konzert. Als ob nichts gewesen wäre. Okay, let's rock this fucking town!
Die Family rockt mal wieder die Bühne. Das erste Konzert der Kellys nach fast 3 Jahren Corona-Pause.